Was geht, Leute? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Und die traurige Wahrheit ist, in diesen Zeiten heutzutage kannst du nur noch Gott vertrauen. Du kannst nur noch auf Gott vertrauen, ganz ehrlich, weil nicht mal deine Familie ist so loyal zu dir, wie du denkst. Deine besten Freunde, Freunde, die du schon lange kennst, Leute, die du schon lange kennst, Arbeitskollegen, niemand ist so loyal zu dir, wie Gott es ist. Ganz ehrlich. Heutzutage Loyalität ist nichts mehr wert. Es ist nichts mehr wert. Die Leute sagen, dass sie loyal sind, sind es aber nicht. Die Leute faken Loyalität. Ja, die geben vor, loyal zu sein. Die sagen das nur, aber sind nicht wirklich loyal. Das ist die traurige Wahrheit. Deswegen so, du musst Menschen Zeit geben. Du musst ihnen Zeit geben. Du musst sie richtig kennenlernen. Du musst mal ein paar Mal was mit denen machen. Dich mit denen mal austauschen. Du weißt dann ganz genau, von was ich rede. Loyalität heutzutage. Du kannst froh sein heutzutage. Und ich weiß, das ist traurig, aber das ist die traurige Realität. Du kannst froh sein, wenn du eine loyale Person an deiner Seite hast. Ob das dann später deine Partnerin ist oder ein Freund ist oder sonst wer. Das ist dir überlassen. Und Gott, ja. Gott bringt dir diese Menschen. Aber du kannst wirklich froh sein, wenn du eine loyale Person in deinem Leben hast. Weil heutzutage loyale Menschen zu treffen ist, wie Gold zu finden oder Diamanten zu finden. Es ist so rar. Die Leute sagen immer, oh, Loyalty, Loyalty und dies und das und jenes und sind es selbst nicht mal. Nicht mal zu sich selbst. Wie kannst du einer Person vertrauen, die sich selbst nicht vertraut, die kein Selbstvertrauen hat? Das ist so oft das Problem. Wie kannst du einer Person vertrauen, die so unvertrauenswürdig ist, die so, wie soll ich sagen, unloyal zu sich selbst ist? Die sagen, die tun was, tun es nicht. Was die selbst tun wollen, nicht was die für dich tun wollen, was die selbst tun wollen. Die sagen, die wollen Sport treiben jetzt, wollen gesünder werden und tun es einfach nicht. Wie willst du so einer Person vertrauen, wenn die nicht mal ihr eigenes Wort hält? Wie? Es geht nicht. Die sagen, die wollen jetzt hier ihr Business anfangen, fangen nie an. Die sagen, die wollen jetzt das machen, machen es nicht. Und auf so Personen kannst du nicht zählen. Es ist einfach so. Das Gleiche mit der Liebe. Die sagen, sie lieben dich, aber zeigen dir nur Hass. Sie sagen, sie respektieren dich, aber zeigen dir nur Respektlosigkeit. Deswegen, glaubt mir, Gott würde euch niemals respektlos behandeln. Gott würde euch niemals mit Hass begegnen. Gott würde euch niemals verraten. Niemals. Niemals. Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Deswegen, für alle Schlauberger, ja, aber du sagst, dass wenn du das tust, dass Gott, ja, der kann seinen Zorn über dich ergehen lassen, aber das tut er nicht aus Hass, selbst das tut er aus Liebe, wenn er seinen Hass zur Sünde zeigt, selbst das tut er aus Liebe, um dich zu richten, ja, deswegen, es ist immer aus Liebe heraus, aus echter Liebe, aber oftmals die Leute um dich herum handeln aus Hass oder Neid oder Missgunst heraus. Und dementsprechend sind sie dann unloyal, die verraten dich, sie hintergehen dich, sie sagen, sie lieben dich, aber begegnen dich mit Hass, sie sagen, sie respektieren dich, aber begegnen dich mit Respektlosigkeit. Und du versuchst, Menschen eine Chance zu geben, aber irgendwie scheint es so, wie als wäre es jedes Mal dasselbe. Du lernst Menschen kennen, wieder Respektlosigkeit. Und du gibst Chancen, das ist nicht so, wie als würdest du mit keinem reden, du isolierst dich nur, bleibst in deinem Kokon. Nee, nee, nee. Du redest mit Menschen, gibst Chancen und sowas, willst dich connecten. Aber Gott zeigt dir jedes Mal, ey, niemand ist so loyal zu dir, wie ich es zu dir bin. Gott zeigt es dir jedes Mal. Jedes Mal. Und Jahwe spricht zu uns und sagt uns, ey, der ist nicht gut, sie ist nicht gut. Und er zeigt es uns klipp und klar. Der Heilige Geist zeigt es uns klipp und klar. Wir sehen es klipp und klar. Nur manchmal wollen wir es nicht sehen. Und wir wollen nicht hören.
Und dann werden wir verletzt. Und manchmal lässt es Gott extra passieren, weil du nicht hören willst, damit du wieder zu ihm kommst. Damit du ihm wieder vertraust. Damit du ihn wieder liebst und ehrst und folgst. Manchmal, ich weiß, es klingt hart, aber manchmal lässt Gott das passieren, dass dich Menschen hintergehen können, dass dich Menschen verletzen können, nur für dich, damit du wieder zu ihm findest, weil du gedacht hast, oh, ich brauche jetzt Gott nicht mehr, komm, ich habe jetzt diese Menschen und let's go. Und auf einmal verraten sie dich, sie hintergehen dich, sie respektieren dich nicht und all das. Und jetzt fängst du wieder an zu beten, die Bibel zu lesen, Gott zu folgen, Gott zu ehren, Gott zu dienen, Gott zu lieben, Gott zu vertrauen. Und das wäre nie passiert, hätte er dir nicht diese Menschen gegeben und dir gezeigt, ey, niemand ist heutzutage wirklich mehr loyal. Nicht um zu sagen, dass es gar keine loyalen Menschen gibt, aber es scheint so. Es gibt loyale Menschen noch, aber das ist eine Rarität. Deswegen glaub nur die Hälfte von dem, was du hörst und die Hälfte von dem, was du siehst. Denn oftmals, der Schein kann trügen und Worte sowieso. Worte sowieso. Worte sind oftmals nur Halbwahrheiten. Die Wahrheit ist viel düsterer, als die Worte dir beschreiben wollen. So, das ist crazy. Leute geben irgendwas vor, was sie nicht sind, spielen irgendwie so einen falschen Charakter dir vor und sowas. Und du kriegst es dann später raus und bist wieder enttäuscht, weil du gedacht hast, oh, endlich mal eine respektvolle Person, eine liebevolle Person und so. Und dann kriegst du später raus, das war alles nur gespielt. Es war alles nur ein Schauspiel. Es war alles fake. Die meisten Menschen, ich hasse es zu sagen, aber ich muss es sagen, meisten Menschen sind einfach fake. Und du kannst ihnen nicht glauben, du kannst ihnen nicht vertrauen. Du gibst ihnen Liebe, sie geben dir Hass. Du gibst ihnen Respekt, sie geben dir Respektlosigkeit. Das ist crazy. Diese Welt ist undankbar. Und wir heulen hier nicht rum, es ist einfach die Wahrheit. Wenn du ein Geber bist, du liebst es zu geben, pass auf. Denn die meisten lieben nur das Nehmen. Sie extracten, die nehmen alles, was sie kriegen können, aber geben nichts. Es gibt zu viele von diesen Menschen. Sie nehmen alles, was sie kriegen können und geben gar nichts. Gar nichts. Das ist crazy. Es ist undankbar. Die meisten Menschen sind auch undankbar. Du gibst denen Liebe, Respekt, Loyalität, alles. Alles, was die wollen. Und die sind trotzdem undankbar. Bedanken sich nicht. Sind trotzdem respektlos. Begegnen dich trotzdem mit Hass. Und du kannst dir noch so viel Liebe geben. Noch so viel Loyalität. Noch so viel Zeit. Noch so viel Gehör und Verständnis und Geduld. Und du kriegst dennoch nicht dasselbe zurück. Und ich weiß, es ist ungerecht, aber so ist diese Welt. Wir leben in einer ungerechten Welt. Deswegen, wenn du aber ein gerechter Mensch bist, glaub mir, Gott liebt dich. Gott liebt gerechte Menschen. Und er segnet sie. Deswegen, du brauchst niemanden außer Gott. Wenn du niemanden hast, glaub mir, du hast Gott. Und das ist mehr wert als 1000 Menschen, 10.000, 1 Million. 10 Billionen, eine ganze Legion, mir egal. Gott ist stärker als wir alle zusammen, als die ganze Welt zusammen und die Tiere und alles. Gott ist der Stärkste. Deswegen folg ihm, lieb ihn, sei ihm loyal. Denn er ist dir jeden Tag loyal. Er beschützt dich und er kämpft Kämpfe für dich, von denen du nicht mehr was weißt. Oftmals denken wir, oh, warum will diese Person nichts mehr mit uns zu tun haben? Warum meldet der sich nicht mehr? Warum will die nicht mehr, mich nicht mehr und sonst was? Aber Gott sieht Dinge, die du nicht siehst. Und er hört Dinge, die du nicht hörst. Und er bekommt Dinge mit, die du nicht mitbekommst. Und deswegen beschützt er dich. Deswegen, people's rejection is God's protection. Jedes Mal, wenn Leute sich nicht mehr bei dir melden, jedes Mal, wenn Leute sich von dir abwenden und sonst was, das ist Gottes Schutz. Gott schützt dich.
vor diesen Menschen, vor diesen Schlangen, vor diesen Ratten. Und noch bevor sie dir gesagt haben, ich liebe dich, haben sie dich schon verraten bei anderen. Das ist das Lustige. Die haben dich verraten schon im Vorfeld, plaudern Dinge aus und sonst was, aber gehen dann im Nachhinein hin, oh, ich liebe dich, oh, du bist so toll, bla bla bla, und geben dir all diese Komplimente. Aber stechen dir hintenrum schön mit dem Messer an den Rücken. So sind leider zu viele Menschen. Wie so ein Judas. Umarmen dich, küssen dich, während sie dich schon verraten haben. Die haben dich schon verraten. Ey, es ergibt doch alles Sinn. Ich habe letztens noch diese Stelle gelesen. Ich habe so gegoogelt und sowas, habe was rausfinden wollen. Auf einmal bin ich zu dieser Stelle gekommen, zu der Kreuzigung von Jesus, zum Tod von Jesus und der Auferstehung, ja. Da habe ich das über Judas auch gelesen, wie er dann zu Jesus gekommen ist, ja, und hat ihn umarmt und geküsst. Und Jesus hat zu ihm gesagt, du kommst und küsst mich und hast mich verraten. Oder irgendwie so hat er gesagt, so sind viele. Die haben diesen Judas-Spirit in sich. Diesen Verräter, diese ganzen Verräter, die sind wie Judas. Die sind wie Judas. Und die kommen, verraten dich. Aber kommen dann im Nachhinein und küssen dich dann und sagen dir, wie sehr sie dich lieben. Vielleicht entschuldigen sie sich sogar, aber sie haben dich verraten. Du kannst ihnen nicht vertrauen. Du kannst ihnen nicht vertrauen. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen böse Geister, böse spirituelle Mächte, Mächte der Unterwelt. Gegen die Ruler dieser Welt, gegen die Herrscher dieser Welt. Und diese Welt wird beherrscht von der Schlange höchstpersönlich, vom Teufel höchstpersönlich, vom Bösen höchstpersönlich. Und die Leute folgen lieber ihm als Gott. Wir sehen es, diese Welt ist gottlos. Deswegen herrscht so viel, ist das jetzt ein Wort, Unloyalität, ja? So viel Respektlosigkeit, so viel Hass, so viel Zorn, so viel Angst, so viel Krieg, so viel Sünde. Wir sehen es. Deswegen, viele sind wie Judas, sagen dir, dass sie dich lieben, aber hintenrum verraten sie dich. Hintenrum, die haben dich schon verraten, haben dich schon so hintergangen und kommen dann, umarmen und küssen dich. Sagen dann, dass es ihnen leid tut, aber ey, du hast mich verraten, ich kann dir nicht vertrauen. Deswegen, ich hoffe, das Video war jetzt für irgendwen, keine Ahnung, wer das hören musste, aber mir war es jetzt wichtig, das mit euch zu teilen. In diesem Sinne, Gottes Segen, habt ein schönes Wochenende, wir sehen uns wie immer in den nächsten Videos. Peace out, God bless.